Oberursel. Das war Orient Express. Wir spielen jetzt Silver Rain. Der Titel ist auf unserem neuen Album. Okay. Thank you.
Yeah. Peter Back am Saxophon. Das nächste Stück ist eine Hommage an den großen Meister des Afrobeats, Fela Kuti. Der Titel hat, der Song heißt Fela Boogie.
Ich hoffe, ja, so, ich hoffe, ihr habt euch alle von eurem Sofa erhoben. Bisschen Afrobeat getanzt oder Cha-Cha, wie auch immer. Der nächste Titel passt zum Thema, nämlich Disco. Disco von Tiefenrausch. Eins, zwei, drei. Die halbe Stunde ist schnell vorbei und normalerweise würden jetzt die Leute rufen, Zugabe, hoffe ich doch mal, und wir würden nochmal eins spielen, aber, oh, okay, dann machen wir noch eine kurze Nummer. 4 Minuten? Oh, oh. Top. Dann machen wir Top.
Thank you.
Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, ja, genau. Vielen Dank an das Team hier. Es ist wunderbar, es ist toll. Wir wurden ganz toll empfangen und es ist eine klasse Plattform. Liked es, Daumen hoch und so weiter. Schaut Newcomer TV, hört Radio X und so weiter und bleibt gesund. Hallöchen, hallo, ihr Lieben da draußen an den Lautsprechern. Willkommen zur 8. Newcomer TV-Nacht hier in der Portstraße. Jugend und Kultur am Fuße des wunderbaren Taunuses. Ein regennasser Tag liegt hinter uns und jetzt ist es umso kuscheliger hier, weil musikalisch alles aufgefahren wurde, was möglich ist, um die letzte Show in diesem Jahr so reichhaltig und breitbandig wie möglich aufzubauen. Und deswegen möchte ich heute den Tore Benz begrüßen. Hallo Tore, du bist mit deiner wunderbaren, du musst natürlich ans Mikrofon gehen, weil sonst... Ach so, ja. Das wäre gut, auf jeden Fall. Und du bist heute mit deiner wunderbaren Band, dem Tiefenrausch-Klangkombinat hier. Richtig. Deine Leib- und Magenband, und die gibt es seit 2008 ungefähr, ne? Genau. Und ihr seid mit aktuellem Album, nämlich Sideways, on Tour. On Tour, schön wäre es, ne? Mit Touren ist ja gerade ein bisschen schwierig, wissen wir ja alle. Aber wir haben tatsächlich ein Album rausgebracht. Das gibt es zu einem bei uns analog, also ja, schön in, als CD. Und zum anderen gibt es einige Auskopplungen auf den gängigen digitalen Medien, Spotify, bla bla und so. Und da kann man sich das anhören, eventuell auch kaufen. Könnt ihr uns das wäre natürlich toll. Ja. Also ich bitte darum, ihr Menschen da draußen, supportet diese fantastische Band. Ihr seid, wie gesagt, seit 2008 unterwegs. Und für die Leute, die nicht wissen, Tiefenrausch, Klangkombinat, was ist das denn für eine Musik? Und es handelt sich auf jeden Fall um eine Musik, das ist alles Kompositionen von Tore. Urban, tanzbar, melodisch und voller Leidenschaft, Rhythmus und Sound verschmelzen zu einer pulsierenden, organischen Einheit mit einer Symbiose unterschiedlicher Elemente aus Funk, Jazz, Pop und Worldmusik. Ist Tiefenrausch sowohl Jazz als auch Dance-Club kompatibel. Wir haben schon mal miteinander geredet und du findest es ja toll, wenn die Leute zu eurer Musik tanzen. Ja, irgendwann. Ja doch. Als Bassist macht das Freude, wenn die Leute sich bewegen zur Musik. Ja, doch. Es gibt ja Mode. Auf jeden Fall gibt es so dieses Jazz-Tanz, kennst du das? Also das heißt Swing-Dance. Ja, das kenne ich sehr gut. Also wenn die Paare so ganz weit und so geschwungen miteinander tanzen. Lindy Hop, ja. Ja, Lindy, ja, genau. Ja. Hast du auch schon mal auf solchen Veranstaltungen gespielt? Ich habe relativ lang, bis Corona losging, einmal die Woche im Orange Peel haben wir so eine Veranstaltung gespielt. Es war immer super. Es war montags abends. Ja. Die Leute sind gekommen, haben sich ein bisschen so im 20er-Jahres-Stil angezogen und wir haben Swing gespielt im Big Band Musik, ja. Also so mit Bläsern, Kontrabass habe ich da gespielt und ja, mal gucken, ob das weitergeht. Ich hoffe im nächsten Jahr, dass das wieder stattfinden wird, weil es ist einfach toll, wenn die Leute zur Musik tanzen. Das ist irgendwie ja, weil so im Augenblick ist ja so ein bisschen so Bockenheim, alter Uni-Campus, so ein bisschen so ein Thema bei uns auch und Kulturerhalt, Bockenheim, Stadtteil-Rallye und so. Und da bin ich über den alten Campus gefahren, nachts um 1 Uhr und da hörte ich irgendwie einen Ghetto-Blaster, so swingmäßig. Und dann sah ich da so 10, 12 Pärchen irgendwie so in Dunkelheit miteinander Lindy Hop tanzen. Ich fand das sehr geil. Das ist doch wunderbar. Wir haben ja wirklich eine schwierige Zeit, aber ja, es ist doch toll, wenn die Leute tanzen, dann ist es irgendwie so, es hat eine positive Ausstrahlung. Es ist wie so eine Seelendusche, ja, oder? Ja, also so, ja, auf jeden bist Fall. Du selber auch Tänzer? Gehst du gerne tanzen? Ich bin kein guter Tänzer. Ich habe es schon häufiger probiert, gerade im Orange Peel, in den Pausen, so hat ein DJ aufgelegt. Ich mache es gerne, nicht gut, aber gerne. Wie arbeitet ihr mit dem Tiefenrausch-Klangkombinat? Also idealerweise probt ihr jede Woche 1 bis 2 Mal oder ist eher kurz vor den Auftritten, dass man dann die alten Noten rauskramt und dann miteinander nochmal 2, 3 Mal probt? So ist das ist die Realität. Die Uta und ich, die Schlagzeuger und ich, wir treffen uns ab und zu mal und checken die Grooves, ne? Und die Kollegen kommen dann vor dem Gig dazu, proben wir einmal. Das ist so eigentlich die gängige Praxis. Wir haben einen Gig, eine Probe
und die Rhythmusgruppe checkt aber die Grooves schon mal ein bisschen so. Ja, ist es, oder ist es so, weil das kenne ich ja von vielen Berufsmusikern, du bist ja auch Berufsmusiker, wir haben ja letztens miteinander gesprochen, in guten Zeiten sind das dann, sage ich jetzt mal, jede Woche so 3-4 Auftritte mit unterschiedlichen Ensembles bist du unterwegs. Bereitest du dich dann auch manchmal so vor, dass du dann dir eine Platte auflegst von Tiefenrausch und dann dazu zu Hause beim Gläschen Wein Bass spielst, um die Arrangements nochmal zu verinnerlichen? Nee. Jetzt habe ich das tatsächlich gemacht, weil wir haben ja nicht gespielt, ja. Ganz, ganz wenig. Wir hatten letztes Jahr einen Auftritt. Ne? Und jetzt habe ich tatsächlich nochmal, nachdem das Album fertig war, mir die Musik angehört und zu meinem eigenen Bass dazu gespielt und versucht, das nochmal alles zu verstehen, was ich da, als wir das bei den Aufnahmen überlegt habe, das zu reproduzieren. Also ansonsten machen wir das nicht so, ne? Oder mache ich das nicht so. Ich habe vorhin schon mal darüber gesprochen, ganz kurz. Es gibt ja Kulturzeiterin, das ist ja so eine Plattform, die aus der Region Künstler und Künstlerinnen finanziell unterstützt, die in Not geraten sind durch Corona. Und die machen im Augenblick so eine, vom November bis Januar, so eine tägliche Veranstaltung in der Berliner Straße 32 im Ladenlokal abends immer ab 19 Uhr. Kulturzeiterin, haben die dich auch schon mal unterstützt? Die haben mich unterstützt, das war ganz toll. Vor allem waren die relativ früh dran, in so einer Zeit, wo wir alle noch nicht genau wussten, wie geht denn das eigentlich? Was, also das war letztes Jahr Mai, ich weiß nicht mehr genau, die Zeit. Ja. Also relativ früh, die war einer der ersten, also bevor irgendwie die Politik gesagt hat, okay, ich müsste jetzt in die Grundsicherung oder sonst irgendwas machen, gab es dann diese Initiative, ganz toll, hat gut getan, ne? Hat super gut getan, hat mal kurz für 1-2 Monate ein bisschen was reingespült, man war glücklich, dass irgendjemand was macht, ne? Ja. Und die sind auf jeden Fall jetzt sichtbar, weil normalerweise sind sie ja eine Plattform, Internet kann man sich einwählen und checken und jetzt sind die eben in der Berliner Straße im Ladenlokal. Gehst du mal vorbei, guckst dir das an, Künstler stellen da aus, es auf sind jeden Lesungen Fall. Und DJs legen auf. Auf jeden Fall, die haben mich auch angeschrieben, weil sie haben ja dann die Leute, die sie unterstützt haben, auch angeschrieben, ob sie im Programm mitgestalten wollen. Wir hatten uns auch überlegt, mit Tiefenrausch da was zu machen, aber es geht jetzt aus irgendwelchen Gründen geht es halt nicht. Ne? Aber ich hoffe mal, dass sie sich noch melden und würde ich auch gerne mitmachen, aber ich gehe auf jeden Fall vorbei, weil die Berliner Straße, auch diese Passage, finde ich toll. Mhm. Ich finde es gut, dass es belebt wird. Das sind so 50 Jahre Architektur und passt. Das passt super. Auf jeden Fall.